Lieber Arne Sigmund, liebe Showpowerinnen und Showpower, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass nach zwei Corona-Jahren endlich wieder Veranstaltungen stattfinden können und persönliche Begegnungen möglich sind. Umso bedauerlicher ist es, dass ich heute aufgrund terminlicher Überschneidungen leider nicht persönlich zum Festwochenende nach Zschopau kommen kann. Daher möchte ich mit dieser Videobotschaft meine herzlichsten Glückwünsche zum 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Zschopau und Luni überbringen. Die Freunde aus Luni und den weiteren Zschopauer Partnerstädten grüße ich wirklich sehr herzlich. Auf das 50. Städtepartnerschaftsjubiläum dürfen beide Städte besonders stolz sein. Denn es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass eine Städtepartnerschaft über eine so lange Zeit besteht. Eine Partnerschaft, die muss man pflegen, damit diese lebendig bleibt und immer wieder neu aufblühen kann. Und schließlich sind Menschen und die persönlichen Kontakte die Motoren und Antriebskräfte von Städtepartnerschaften. Gerade in Zeiten, in denen es wieder Krieg auf dem europäischen Kontinent gibt, müssen wir uns klar machen, Städtepartnerschaften sind eine wichtige Säule Europas und der Zusammenhalt in Europa ist Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand auf unserem Kontinent. Neckarsulm ist seit knapp über 30 Jahren Partnerstadt von Zschopau und hat daher sehr gerne eine kleine Delegation zu diesem besonderen Festwochenende entsandt. Neben dem Partnerschaftsjubiläum mit Luni kann Zschopau an diesem Wochenende einen weiteren runden Geburtstag feiern, 100 Jahre Motorradtradition. Der Erfolg des DKW-Reichsfahrtsmodell 1922 war der Grundstein für diese lange Tradition, eine Tradition, die Zschopau und Neckarsulm in besonderer Weise miteinander verbinden. Die Neckarsulmer Motorenwerke produzierten viele Zweiradmodelle, die inzwischen echte Liebhaberstücke sind. Und ich freue mich sehr, dass unsere Museen der beiden Städte so eng kooperieren. Und beim nächsten Besuch in Neckarsulm empfehle ich Ihnen allen einen Besuch im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum. Hier ist die Heimat vieler außergewöhnlichen Exponate, welche jedes Motorrad Fahrerherz höher schlagen lässt. Bereits seit 65 Jahren ist das Museum wissenschaftliche Forschungsstätte und touristischer Anziehungspunkt mitten in Neckarsulm. Im letzten Jahr konnte das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum den ersten Bildband seiner Geschichte mit dem Titel 125 Motorräder veröffentlichen. Hierbei werden entscheidende Innovations- und Erfindungsschritte der Technikgeschichte anhand von ausgewählten Motorrad-Highlights dokumentiert. Eine gute Gelegenheit, um in die historische Motorenentwicklung und damit in 100 Jahre motorisierte Mobilitätsgeschichte einzutauchen. Die Neckarsulmer Delegation hat ein paar dieser Bildbände für Sie im Gepäck. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Und ich wünsche Ihnen allen natürlich ein schönes Festwochenende und freue mich auf unsere nächste Begegnung, dann natürlich persönlich. Alles Gute und herzliche Grüße aus Neckarsulm.